Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu Total War Warhammer 2. Ja, euer Sankura, meine werten Ladies and Gentlemen, ist natürlich mit von der Partie, habe jetzt auch ein bisschen Zeit gefunden und wir springen direkt in eine neue Kampagne. Ich habe natürlich mir einen ersten Eindruck verschafft von den ganzen netten neuen Völkern, die dabei sind, wenn ich es euch eben vorstellen darf. Wir haben einmal die Hochelfen, ne? Natürlich hat man zwei besondere Kommandanten dabei, dann natürlich das Schwesterchen, die Dunkelelfen. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, also die Rassenattribute, die komplette Spielwelt, es sind so viele neue Elemente hinzugefügt worden, es sind wahnsinnig viele Sachen, ehrlich gesagt, sogar verbessert worden, meiner Meinung nach, was halt nun mal den Kampagnensieg und Co. angeht. Also es macht ultra viel Spaß, ich bin echt neugierig, was uns erwartet. Aber ja, wie gesagt, Hochelfen haben wir natürlich, dann die Dunkelelfen, die dürfen nicht fehlen, der gute Malekith. Dann haben wir natürlich einmal die Echsenmenschen, ja, so ein Top-Favorit von mir. Einmal den Kommandanten Mastamundi, wiederum dann einmal den guten Krokgar. Ich meine, der älteste seiner Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Er ist ja ein Hornnacken, also ein Saurus. Also ganz, ganz mächtige Kämpfer, sage ich jetzt mal. Die Elite. So, und natürlich, sie dürfen nicht fehlen, wie schon im Intro gesehen, zu guter Letzt. Die Skaven. Ja, der gute Quiek oder der gute Skrolk sind hier mit am Start als Kommandanten gewählt. Die Skaven auch super interessant zu spielen. Es ist unglaublich cool. Ja, ich habe mich natürlich vorab schon entschieden, weil ich so neugierig gewesen bin. Mir natürlich das ein oder andere Video angeguckt habe in der Preview-Version von dem einen oder anderen Kerlchen, der natürlich Videos hierzu macht, und ich bin ganz heiß auf die Echsenmenschen. Ich gebe es ehrlich zu, wir werden aber nicht Kommandant Mastamundi spielen. Er ist ja ein Slan-Magier. Die Echsenmenschen sind ja wirklich sehr uralte Wesen und sie sind auch Beschützer. Sie stehen also auf der guten Seite, was man jetzt natürlich nicht unbedingt sofort sieht oder erkennen kann, dafür, dass sie ja so wilde Zeitgenossen sind. So möchte ich nicht mich mit Mastamundi beschäftigen, sondern mit dem Krokgar. Ja, das ist mein Favorit. Wir werden auch, denke ich mal, leicht oder legendär. Ich denke mal, wir werden erstmal auf der Mitte bleiben, auf schwer, und gucken uns erstmal an, was wir uns denn hier antun. Ja, die Echsenmenschen zu den Rassenattributen, das geomantische Netz, so ist es mit der Lore, auch mit dem Spiel. Vieles ist miteinander verbunden, vieles wurde umgesetzt. Das geomantische Netz ist eigentlich im Großen und Ganzen, ich sag mal, man kann halt die Provinzen miteinander verbinden, damit die Erlasse, die man dort erteilt hat, nun mal verstärkt werden, was auch sehr cool ist. Man kennt das ja, ein flächendeckendes Netz, und die Echsenmenschen, die beharren ja auf so etwas. Dann haben wir die Möglichkeit, auf Spezialbruten zurückzugreifen zu können, denn wir bekommen regelmäßige Missionen, die uns erlauben, halt nun mal aus unserer Einheitenpalette dann in dem Sinne mächtige Einheiten herauszuholen mit verbesserten Werten, verbesserten oder zusätzlich verbesserten Werten. Und ja, diese Bestien sind für jegliche Aufgaben geeignet, da stimme ich vollkommen zu. Eine sehr starke Kerninfanterie, natürlich auch mit Fernkämpfern dabei, Artillerie, ziemlich starke Monster mit am Start und Flugeinheiten. Also die Einheitenpalette ist wunderbar. Das einzige Problem, was es natürlich gibt, sie sind halt nun mal so wild, dass sie auch ab und zu mal die Kontrolle verlieren können und blind mir nichts, dir nichts auf den nächstgelegenen Feind zustürmen können durch ihren Urinstinkt oder durch die Randale. Werden wir uns dann noch im Spiel angucken. Der letzte Verteidiger Herausforderung ist normal. Wir spielen auch schwer. Ich denke mal, das ist fürs erste Mal durchspielen schon okay. Als Fraktionseffekte für den letzten Verteidiger haben wir 10% weniger Unterhalt für die Einheiten, was ich sehr cool finde. Und für den Krokgar, weil er halt ein sehr erfahrener und schlagkräftiger Krieger ist, einer der ersten, oder ich sag mal, er ist wirklich schon extrem, extrem alt und bringt sehr viel Erfahrung mit, bekommen wir hier auch natürlich eine erhöhte Führerschaft, der Unterhalt minus 50% für Saurus und Kampfechsen, dann erhöhte Rüstung für die ganzen Monster und die Flugsaurier, erhöhte Führerschaft und jetzt auch ganz interessant, gerade jetzt im zweiten Teil kann man hier wirklich Gebrauch davon machen, eine erhöhte Erfolgschance für den Hinterhalt um 25% für die Armee des Kommandanten.
Das ist halt extrem cool. Ja, zusätzliche Starteinheiten haben wir mit dabei. Ein wildes Stegadon, also ein Triceratops, wenn mich nicht alles täuscht. Hat natürlich die Fähigkeit Randale, der randaliert auch ganz schön. Ist aber eins der besonderen Monster, wo wir direkt am Anfang Zugriff drauf haben. Werden wir uns gleich auch näher angucken. Und natürlich die Kroxigore. Ja, man hat sie je nachdem schon mal auf dem Brett gesehen. Eine monströse Infanterie sind extrem starke Nahkämpfer. Ne? Haben auch ihre Urinstinkte, können also auch in so einen Blutrausch verfallen. Ja gut, Nahkampfangriff und Abwehr ist nicht allzu hoch, aber dafür haben sie natürlich eine ziemlich starke Rüstung und sind relativ schnell. Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber mehr gibt es dann gleich. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Intro an von den Echsenmenschen mit Krokgar und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Since the days of creation, the reptiles have dominated the jungle continent of Lustria. The ignorant call the creatures lizard men. The wise know them as defenders of the world. In ages past, the old ones had a plan. But then the stellar gates collapsed, the old ones fled, and demons flooded the mortal plane. Led by the Slann, the lizard men fought the demons that surged across Lustria. Yet, it was the elves that created the great vortex. A swirling maelstrom that siphoned the world of chaos, withering demon kind. The world was saved, but the vortex endures only because it is bolstered by the power of the Slann via the Great Warding. If the warding should fail, the demons will return. The forked tongue of Sotek hangs low in the sky. The Slann have felt it. Now I see it brighter, clearer. It's his. Disturbs the winds of magic. Look, Targrax, the sacred plaques. One prophecy shines above all others. Vortex of the warm blood. But the full meaning cannot be deciphered. If our master will not wake, we journey to the city of the sun. Plax, Masitsa,
Angel Gott hat das sehr qua. Cha-cha qua. Nuet clan masitsa ata. Lock chalk. Ja, und damit wären wir auch im Game. Ja, Spieleigenschaften hatte ich eben schon etwas darüber erzählt. Werde ich euch natürlich dann noch zeigen. Jetzt werden wir erstmal weitermachen. Ja, die Eindringlinge. Die erste Mission wurde erteilt, Plage der Rattenbrut. Erobert und besetzt eine Siedlung der folgenden Fraktion, Clan Mordsippe. So, und damit bekommen wir auch direkt die zweite Mission. Wir sollen nämlich mit dem Wissen um die Sterne eins der folgenden Gebäude errichten. Sind mehrere Gebäude, können wir uns selbst aussuchen. Ist auch relativ einfach. So, und damit wären wir dann im Game. Und deswegen nochmal herzlich willkommen zu Total War Warhammer 2. Und wie viele schon gesehen haben, hier ist wirklich sehr viel Liebe wieder im Detail. Wir spielen das Ganze natürlich auf den höchsten Einstellungen, damit wir auch was zu sehen haben. Und es sieht auch wirklich genial aus. Also wir haben natürlich auch nicht nur die neuen Völker hier in, ich sag jetzt mal, der alten Welt im zweiten Kartenabschnitt. Es werden ja insgesamt drei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir haben nämlich unter anderem auch Zwerge hier, Orks hier, Vampire hier und Tote hier und immer so weiter und so fort. Ne? Also alles im Großen zusammen mit den Tiermenschen haben wir einiges zu tun, aber gucken wir uns doch erstmal die Welt an. Denn die Welt ist extrem groß geworden. Da sieht man es nämlich. Es handelt sich hier ja nicht um, ich sag jetzt mal einfach ein Viererteil an DLC, wo die neuen Völker mit dazugekommen sind. Ich finde, dass Total War Warhammer 2 auf jeden Fall ist wert es, ein eigenständiges Spiel zu sein. Und hier oben im nördlichen Bereich auf dieser wunderschönen Insel, da haben wir ihn, den Mahlstrom. Und da möchte ich an der Stelle auch dann bitten, manche Leute kennen es ja vom Tabletop, das Szenario mit dem Mahlstrom. Darum handelt sich ja die Geschichte, dort dann auch nicht zu spoilern. Ich weiß ja ungefähr, was uns erwartet. Allzu sehr kenne ich mich da nicht aus. Ich hatte mal damals einen sehr guten Freund. Da ist der Kontakt abgebrochen. Er hat nämlich die Echsenmenschen gespielt auf dem Tabletop. Und daher kenne ich auch etwas von der Lore. Ja, und so ist es nämlich auch geschichtlich gesehen. Deswegen, Alex, falls du das mal sehen solltest, dann schöne Grüße an der Stelle. So ist es nämlich auch geschichtlich gesehen, dass der werte große Slan, also diese besonderen Magier der Echsenmenschen, ne, es ist ja ein sehr, sehr altes Volk, uns halt losgeschickt hat, also in dem Sinne einen alten Kriegsveteran, den Krokgar. Die Hornnacken sind ja in dem Sinne die Elite, die Anführer der Echsenmenschen, die dann mit in den Krieg ziehen. Die Slans machen das ja selbstverständlich auch. Aber an der Stelle werden wir mit Krokgar halt losgeschickt. Und er ist halt nun mal extrem stark, finde ich persönlich gesehen. Und so ist es halt nun mal, dass der Mahlstrom am Schwächeln ist. Und wir losgeschickt werden, deswegen auch hier im zweiten Teil mal ein ganz neues Kampagnenziel. Und wir halt losgeschickt werden, um halt nun mal das Wissen der Alten nun mal herauszufinden, was der eigentliche Plan gewesen ist. Denn jetzt müsste man eigentlich ein wenig weiter ausholen, so geht es natürlich darum, da möchte ich euch eigentlich nicht auf später vertrösten. Es geht nämlich darum, dass halt nun mal diese alte schöne Welt von, ich sag jetzt mal, den Alten, nun mal gegründet worden ist oder in dem Sinne erschaffen worden ist, wenn man das so sagen möchte. Und diese Sternlichttore, die halt nun mal an den Polen gegründet worden sind, die sind halt nun mal letztendlich halt, ja, wie soll man sagen, instabil geworden. Also es gab da halt ein paar Probleme, um jetzt nicht zu weit auszuholen, und damit kam ja in dem Sinne das Chaos, ne? Diese Materie, diese Energie, diese Warp-Magie, sag ich mal. Und dadurch ist es halt so daraus entstanden, dass das Chaos natürlich hier versucht hat, die Welt für sich einzunehmen, und das Echsenvolk, genauso wie die anderen Völker, haben natürlich fleißig dann gegen das Chaos gekämpft, und die Elfen sind ja dann so schlau gewesen, haben den
Maelstrom halt nun mal erschaffen. So, mit dem Kometen ist er jetzt am Schwächeln und alle Völker sind natürlich jetzt, ja, zum Zuge gezwungen worden, um diesen Maelstrom zu verstärken oder letztendlich, wenn man eine andere Fraktion spielt, ihn zu zerstören. Auf die Lore zu Warhammer bin ich ja schon im ersten Teil näher drauf eingegangen. Wir haben ja die Guten und die Bösen, sag ich halt jetzt mal so eben. Und man glaubt es halt nicht, aber die Hochelfen und auch die Echsenmenschen zählen zu der guten Seite, ne? Wiederum halt gerade die Skaven spielen ja hier eine besondere, gesonderte Rolle dann wiederum. Das wird die Geschichte, denke ich mal, dann selbst später erklären. Und die Dunkelelfen ganz klar mit Malekith, der ja, das ist jetzt auch wieder anstrengend, der ja nicht auf den Thron gekommen ist, sage ich jetzt mal, als Anführer. Da unterhalten wir uns dann, denke ich mal, darüber, wenn wir selbst die Dunkelelfen spielen. Aber er halt nur Mumma die Prüfung nicht bestanden und er ist ja am lebendigen Leibe verbrannt. Und dadurch durfte er halt nicht die Hochelfen, sag ich halt jetzt mal, leiten oder führen. Ja, eine wirklich große Karte. Bleiben wir mal eben beim Spiel und nicht zu viel Geschichte, sag ich jetzt mal obendrauf. Ja, können wir natürlich direkt in die erste Schlacht ziehen. Wir haben den Tempel der Schädel. Unser erstes Hauptgebäude, Königreich der Bestien. Und wir dürfen natürlich direkt ein paar Gebäude ausbauen. Die unterirdische Lagune. Wir haben Saurus mit Speer und Saurus mit normale Saurus-Krieger. Achso, okay. Mit Streitkolben-Infanterie. Und dann haben wir heilige Bruthöhlen. Da haben wir dann mit Schilde. Das ist schon mal sehr gut. Dann nehmen wir mit für 2000. Und noch ein zusätzliches Gebäude. Koppelweiden für Wachstum ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir werden, jetzt muss ich gerade mal eben gucken, was sagt denn die öffentliche Ordnung? Steuern, Schwierigkeitsgradstufe, sieht nicht allzu toll aus, ne? Und das Geld auch nicht. Werden wir, tja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Oh, ich würde sagen, wir bauen dann, ich denke mal, wir werden ein Slum, obwohl, hier schalten wir keine Technologie frei, ne? Ist natürlich ein bisschen madig. Nee, ich würde sagen, wir bauen das Monument der Alten, um die öffentliche Ordnung wieder ein bisschen nach oben zu bringen, ohne dass wir mit unseren Einheiten drinnen stehen müssen. Dann haben wir einen Skink-Priester mit Himmelzaubern. Helden hinzufügen, Auskundschaften, genau, Korruption bereinigen. Dem werden wir direkt mal unserer Armee hinzufügen. Mit dem geht es nämlich gleich in die Schlacht, denn die Echsenmenschen sind nicht nur verdammt starke Nahkämpfer, also wirklich wilde Nahkämpfer, auch sehr schnell und gezielt, sondern durch ihr Wissen, sie sind ja sehr wissenshungrig und haben über die Jahrhunderte, sag ich jetzt mal, also seit Anbeginn der Zeit natürlich so viel Wissen gehortet, dass sie sich auch perfekt in der Magie auskennen und zwar wirklich extrem stark. Also die Slan Magier sind wirklich, wirklich mächtig. Die können ganze Gebirge verschieben, wenn man das mal so sagen möchte. So mächtig sind sie. Ich denke mal nicht, dass sie so mächtig sind auf dem Schlachtfeld. Ja, und bleiben wir mal eben kurz im Spiel. Wir wissen ja jetzt, gegenüber Total War Warhammer 1 haben wir jetzt einen ganz besonderen Kampagnensieg. Und zwar geht es darum, dass wir den Maelstrom-Sieg erreichen müssen oder halt nur mal den Vorherrschaftssieg. Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Ich werde natürlich versuchen, dass wir uns um den Maelstrom-Sieg kümmern. Das heißt, wir müssen alle Rituale abschließen. Wir wurden ja losgeschickt, um uralte Tafeln zu sammeln, wo das Wissen aufgeschrieben ist der Alten. Sobald wir davon genug gesammelt haben, dürfen wir ein Ritual starten. Was es mit den Ritualen so auf sich hat, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber wir müssen das letzte Ritual mit 5000 uralten Tafeln aktivieren wohl und danach sollen wir den finalen Kampf, also eine folgende Schlacht dann gewinnen, um dann natürlich die Kampagnen zu gewinnen. Das andere wäre halt, wie gesagt, Vorherrschaftssieg, da sollen wir halt nun mal alle besonderen gegnerischen Völker vernichten, auch natürlich die Hochelfen und dann natürlich über 50 Provinzen, ja, nicht nur einfach Siedlungen, über 50 Provinzen
Grenzen, entweder durch Vasallentum, militärischer Verbündete und Co. halten. Heie, heie. Ja, es gibt so viel Neues. Ihr müsst verzeihen, dass ich jetzt so viel schon am Quatschen bin. Aber ich möchte euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und natürlich, worum es auch letztendlich geht. Wir werden uns im Laufe der Zeit natürlich genauer darüber unterhalten. Und hier genau die Städte für Ritualressourcen, damit wir mehr Tafeln bekommen. Wir bekommen aktuell eine uralte Tafel. Das liegt daran, weil wir eine Stadt besitzen, ne? Einen Tempel der Schädel. Für jede Siedlung oder für jede Stadt, sag ich mal, bekommen wir natürlich eine uralte Tafel drauf. Und natürlich gibt es dann hier diese Städte für Ritualressourcen. Da kann man besondere Gebäude bauen, wo man dann mit noch mehr Tafeln pro Runde belohnt werden. Das ist auf jeden Fall unser Ziel und unser Ziel ist es natürlich auch, dass wir expandieren werden, dass wir ein bisschen größer werden und das und vieles mehr, genauso wie die erste Schlacht gegen Clan Mordsippe, werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Ich bedanke mich für das erste Zuschauen und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.